Willkommen zurück zu Primal Carnage Extinction, zu einer neuen Skin-Vorstellung. Und zwar kommen jetzt die Osterskins, die Code-Skins. Also die haben sich ja was Nettes einfallen lassen zu Ostern, dass die Community sich zusammensetzt und nach Hinweisen auf Maps, auf der Map sucht. Diese Hinweise, diesen Hinweisen standen Zahlenkombinationen und jede Map hatte 2 bis 3 Hinweise. Und wenn man die Zahlen rausgefunden hat, dann ergab das einen Code und hinter jedem Code stand ein Skin. Also gab es insgesamt 8 Skins plus eine Taunt. Und dann fangen wir mal mit dem Rex an. Der Trojaner-Rex. Wahrscheinlich hat es mit Troja was zu tun. Warum auch immer. Also, mein Favorit ist es nicht. Ich weiß auch nicht. Schwarz und dann diese Regenbogenfarben. Also ich sag mal, ich glaube, es ist ein Skin, dem man gefallen muss. Der einem gefallen muss. Dann gibt es eine ganze Menge Akkros. Da haben wir einmal den Ember. So Bernstein-Akro. Der ist extra so gemacht, dass er eben so ein bisschen unscharf aussieht. Erst dann sagten alle, das sieht so aus, aber das sieht, wenn man ihn mal so in live sieht, sieht das ganz schick aus. Interessantes Muster. Alles so ein bisschen in gelb, weiß bis dunkelgelb, so ein bisschen geil, mit ein bisschen schwarz drin. Schöner. Dann gibt es den Calm Sunrise Akku. Also diesen Akku gab es in 2 verschiedenen Ausführungen, sagen wir mal. Der Calm und der Angry. Der Calm ist, man sieht hier so ein bisschen die Sonnenaufgangsfarbe und dann ein dunkelrotes Muster, bräunlich Muster drauf. Und das ist auch der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Akkus. Der eine hat hier im Calm ruhig, eben ein ruhiges Muster, also alles rund und abgerundet und ruhiges Muster. Der Angry dann so ein bisschen aggressiveres Muster hat, also alles so ein bisschen sehr, sehr, sehr kantig und zackig. Das ist dann die Angry-Variante davon. Und die Grundfarben sind die gleichen, es hat sich nur das Muster darauf geändert. Das ist natürlich zu Ostern wegen dem Motto Eierdiebe ganz viele Ovis. Aber den Pigon sieht man wieder, es ist wieder die Stadttaube, die genommen wurde. Nur, dass sie diesmal ein bisschen nicht nur grau und eben das typische Grün und Pink da so ein bisschen hat, sondern sie hat jetzt hier zusätzlich noch ein bisschen ein paar Punkte mit drauf, noch ein bisschen ein paar Farbschattierungen. Also die sieht nicht ganz einfach nur so aus, grau und ein bisschen rund am Hals, sondern die hat noch ein paar kleine farbliche Extras bekommen. Dann haben wir den Painted. Also wirklich, sieht aus wirklich wie ein bemaltes, bunt bemaltes Osterei. Aber auch schön, alles so ein bisschen durcheinander, nicht so symmetrisch. Sieht dann mal ein bisschen schöner aus. Und auch wirklich die knalligsten Farben. Sie erinnert ein bisschen eben an den Starlight. An den Starburst Ovi. Von dem groben Pink eben eher. Aber sonst eben alles ein kunterbunter Ovi. Dann kam noch der zweite kunterbunte Ovi, das ist dann der Sparkle Ovi. Also auch eben, ne? Hat hier dann noch so ein paar kleine weiße Tupfen mit rein. Ich glaube, das sieht man besser, wenn der ein bisschen im Dunkeln steht. Dann kommen wahrscheinlich auch diese kleinen weißen Sternpünktchen, so diese Funken eben zum Vorschein. Auch eben wirklich dem Ostermotto treu, bunt, knallig, hübsch. Dann haben wir den Overgrown Ovi. Da hat es wieder den Alpha-Ovi genommen und hat ihn mal einen grünen Anstrich verpasst. So ein bisschen hier noch so ein schönes Punktemuster mit rein. Schön finde ich immer mit diesem, dass so ein bisschen durch das Gelb ein bisschen unterbrochen ist. Sieht das nicht nur ganz so eintönig mit Gelb aus. Auch schön. Waren dann auch die Skins. Ich werde noch mal unten in der Videobeschreibung auch noch die Codes verlinken eben. Also ich weiß nicht, wie lange diese Codes gültig sind. Also ob das jetzt noch, ich weiß nicht, wann jetzt die nächste Rotation kommt, ob dann die Codes nicht mehr gültig sind. Oder einfach mal versuchen. Wenn nicht, es gibt diese Skins noch wirklich sehr günstig zurzeit im Markt. Viele haben sich dann noch 2, 3 nochmal für später zum Tausch noch mit zusätzlich eingekauft. Also ich denke mal, man wird noch eine gewisse Zeit an diese Skins herankommen. Und diese 9 oder 8 Skins und diese eine Taunt. Also, dann bis zum nächsten Mal.